Sie bezeichnen sich selbst als trauriger Mensch, als melancholischer Mensch. Wo kommt dieses Leiden her? Ich finde, andere Menschen sind eigentlich viel trauriger als ich. Die wissen es nur meistens selber nicht. Meine Melancholie kommt aus einer Authentizität. Ich bin traurig, weil ich weiß, was mich glücklich machen würde. Und das ist? Meine Kunst in die Welt zu bringen und durch sie die Anerkennung zu bekommen, die ich verdiene. Sozusagen durch meine Kunst der zu werden, der ich wirklich bin. So ist es vor allem Ihr Ziel, glücklich zu werden? Natürlich. Ein glücklicher Mensch hat Frieden mit sich selbst. Aber ich rede nicht von diesem falschen Glück, das man ständig auf der Straße sieht. Irgendwo betrunken rumsitzen und Gitarre spielen. Das sind in Wahrheit keine glücklichen Menschen. Das sind Menschen, die aufgegeben haben. Menschen, die ziellos durchs Leben fließen. Drifters, sagt man auf Englisch. Das wussten Sie vielleicht nicht. Nein, das habe ich nicht gewusst. Man kann wirklich viel von ihnen lernen. Hey, na, bist du da? Lange nichts gehört. Ich bin hier, ja. Komm zur Grauen Perle, der Tanzmann ist hier. Graue Perle? Ah, ich weiß nicht. Wollte eigentlich heute noch was schaffen. Na komm schon, du verpasst das Schöne im Leben. Ich lade dich auch auf den Sterni ein. So gerne willst du mich da haben? Gut, bis später, Mann. Guten Abend gehabt? Ach, das Übliche. Mit Justin sind die Grenzen des Möglichen schnell erreicht. Er hält sie vom Arbeiten ab. Ach, er würde es nicht verstehen. Die Gesellschaft versteht es nicht. Wenn ich Kinder hätte, wäre es klar. Ich muss für meine Kinder da sein. Ich kann nicht nach Golis und deine scheiß Riesenmonstera abholen. Aber wenn es nur meine Kunst ist, dann ist es selbstverständlich, dass ich die dafür vernachlässige. Dieses Gefühl, nicht verstanden zu werden, darunter leiden Sie sehr. Sehr. Eine Zimmerpflanze, hm? Eine verdammte Zimmerpflanze. Gleich auf dem Feierabendbier in die Graue Perle? Na klar. Ich meine, stell dir das vor, der Würfelpose ist jetzt auch nach Berlin gezogen. Wie wird das erst, wenn es die ersten Partys auf dem Mars gibt? Ich check's nicht. Können die nicht mal alle da bleiben, wo sie sind? Wenigstens für ein Jahr oder so? Ach, ich gehe pissen. Er hat echt keine Ahnung. Die Bedingungen auf dem Mars sind so menschenfeindlich. Wie soll es da Partys geben? Also das hier zeigt den Unterschied zwischen dem, was sie vielleicht glückliche Menschen nennen, und mir. Ich habe keine Zeit mehr für die großen Kneipenfragen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Sie arbeiten an etwas Großem. Bereiten Sie sich auf Ihre erste Einzelausstellung vor? Ganz richtig. Und danach wird niemand diesen Planeten verlassen wollen.
Hey du, ich habe dein Bild gesehen. Hi. Wirklich? Wie... Ja, es ist schwer, das nicht zu sehen. Oh. Klar. Bevor wir heute was unternehmen, muss ich mich noch mal kurz hinlegen. Ich denke, du solltest gehen. Ist besser so, wie es gelaufen ist. Sie hätte mich sowieso niemals verstanden. Bis ich als Künstler Anerkennung genieße, wird keine Frau es mit mir aushalten. Also treffen wir uns vielleicht noch einmal in ein paar Jahren. Sie alleine kämpfen diesen Kampf. Tapfer und stur. Das ist beeindruckend. Vielleicht sollte ich auf Gluten verzichten. Philipp, hey, schön dich zu sehen. Was machst du? Wie geht's dir? This is Philipp. Hey, man. Hi. Naja, wollte ein paar Dinge einkaufen. Warst du weg oder so? Was hast du getrieben? Ach, ich hab gearbeitet. Ach so, ich hab dich ewig nicht gesehen. Dachte, man sieht sich mal in der grauen Perle. Nee, außer ins Atelier gehe ich nirgendwo hin zurzeit. Oh man, I don't know where you get your inspiration from if you don't go out. I saw the Tanzmann in Gauabelle yesterday, and I just had to write a song about it. It was beautiful, man. No, this one only needs to live in his own head. I saw the Tanzmann too.
beautiful body. Oh yeah. And I thought to myself, oh what a wonderful way to exist. Always to be there, oh yeah. It was the dance of the tongue smile, putting my worries to rest, shaking it as he knew best. The tongue smile was like a stallion on a hot summer's day, oh yeah. He held the world's happiness in his hand. As happy as he wanted to be, man. So you see, little man who wants to be a big artist, happiness is there for you too. You've just got to do who, who, who. Just for a day. Stop imagining we're journalists. Can't be very healthy for you. You should rather do, do, do like the Tonsman.